Blaskovic, zum alten American Bank Gebäude. Dort haben sich Horton und seine Leute verschanzt. Finden Sie sie. Gewinnen Sie sie für unsere Sache. Die American Bank. Als wäre der Dollar noch was wert. Das ist aber ein dicker Wauwau. Da wären wir. Ich kann die Tragödie nicht rückgängig machen. Aber die Verantwortlichen bestrafen. Ja, komm raus. Oh, wo geht's denn jetzt hier raus, verdammt? Ah, hier, das. Ich sehe schon. Wie wär's mit einer Abkürzung durch dieses Gebäude? Können wir drüber, können wir auch die Tür futschen. Thank you.
Diesen Brückenkran anschmeißen. Erneut ein Helmchens. Ist voll, das kann man auch noch aufladen. So. Ich muss auf die andere Seite. Vielleicht hilft mir der Brückenkran dort. Oder einfach reinklettern, ne? So. Und der Brückenkran läuft. Okay, jetzt hoch. William, wir bewegen uns jetzt vom Turm aus weiter. Die Minen sind entschärft. Fergus geht voraus. Hatten gerade ein Gefecht. War knapp. William, ich weiß nicht, ob das normal ist. Aber die Schwangerschaft macht mich ein bisschen, naja, aufgeregt. Oh Gott, hören mich alle auf dieser Frequenz? Ja? Ja? Max Haas. Max Haas, ja. Scheiße, die stehen hier schon links. Okay. Okay.
bisschen auftanken. Noch Endgegner aus. Sag es. Ich muss mir wohl den Weg freispringen. Man kann doch hier auf diesen Dingern. Okay. Ja, wenn wir jetzt Super Hulk wären, dann könnten wir das einfach kaputt machen. Wir haben aber die Beine genommen. Thank you.
Können wir nicht rüber? Okay. Da scheint sich jemand zu wehren. Anführer. Okay. Wir gehen wieder Treppe. Nicht treffe, gehen wir hier rein. Los, mein Sohn! Sind Sie Priester? Oh, das hier! Ach Gott, die Klamotten habe ich nur gefunden. Ich heiße Horton. William J. Blazkowicz. Blazkowicz? Terror-Billy? Höllenfeuer, du solltest doch tot sein. Bin auferstanden. Tja, Terror-Billy, ich will ja nicht unhöflich sein, aber was machst du hier? Abgesehen davon, dass du unsere Ärsche rettest. Ich bin vom Wiesenau-Kreis und wir starten eine Revolution. Ist das so? Das hier ist der letzte Ort, an dem sich das Krebsgeschwür der freien Gedanken im ganzen Süden und darüber hinaus ausbreiten kann. Wir sind die Ausgestoßenen, die Mittellosen, alle, die keine gottverdammten amerikanischen Kleinbürger sind. Der Mann da, der sich gerade einen Drink genehmigt, das ist mein alter Freund Paris Jack. Paris Jack ist ein Schläger, ein Raufbold, ein echter Anarchist und ein genialer Klarinettist. Stimmt's, Paris? Ich blas nicht gern ins eigene Horn, wenn du verstehst. Die Straßen sind ruhig, Horton. Niemand... Moment. Ja, alles ruhig. Das ist die Professorin. Mit ihren Glubschern kann sie einen Dreckfleck auf dem Arsch einer Kuh auf 100 Meter erkennen. Diese verfickten Regimewichser. Wenn die hierher kommen, reißen wir denen den Arsch auf. Mit Glanz und Gloria. Halleluja! Ihr seid gute Leute hier. Schließt euch uns an, gute Leute können wir immer brauchen. Wie wollt ihr eure hübsche Revolution denn lostreten, Terror-Billy? Terror-Billy? Heilige Scheiße, er ist es. Hat die Regimetante sie nicht getötet? Scheint, unser Freund hat Gevatter Tod gesagt, fick dich, Mann. Er ist beim Wiesenau-Kreis, lebende Legende. Ich weiß, wer das ist. Oh, verdammt, da kommen sie. Harris, ich bin irgendwie nervös. Würdest du dich drum kümmern? Ich sehe mal, was ich tun kann. Also meine Ma sagte... Trau keinem Mann, der keinen Whisky verträgt. Also setz dich, Terror-Billy. Entspann dich und trink anständig aus. Boah, was zum Teufel ist das für ein Zeug? Old Hortons Special. Alter Schwede. Hör zu, Terror-Billy. Ich respektiere deine Ambitionen, aber es ist einfach zu spät, verstehst du? Die Welt ist total im Arsch. Alles, was uns bleibt, ist diesen Whisky zu trinken und darauf zu warten, bis wir draufgehen. Hätte nicht erwartet, dass Sie so ein Feigling sind. Wir haben schon für eine Revolution gekämpft, bevor das Regime kam. Unsere Bürgerrechtsbewegung hat als erste Gleichheit für alle befürwortet. Kennst du das Konzept der Bürgerrechte, Terror-Billy? Nein, wohl nicht. Du bist nur ein Soldat, oder? Kumpel,
Ich habe mein Leben für Freiheit und Gerechtigkeit in Amerika riskiert, während Sie und Ihre Künstlerfreunde überall Bolschewistenpropaganda verteilt und gegen die Mobilmachung gewettert haben. Was nutzt Ihre verfickte Gleichheit, wenn Sie nicht den Mumm haben, für Ihre Leute zu kämpfen, wenn der Kojote schon an Ihrer Haustür kratzt? Wir stellten uns Ihnen entgegen, der imperialistischen Kriegsmaschinerie der Vereinigten Staaten von Amerika und den Geldgeiern der Wall Street, die die Kinder des Proletariats reihenweise in fremde Länder zum Sterben schickten, damit sie sich die Taschen füllen konnten. Es waren nicht ihre eigenen Söhne, die auf den verdammten Stränden bluteten. Nein, für ihre Drecksarbeit zogen sie Leute wie dich ein, während die Dollars reinströmten. Du bist eine Marionette kampflustiger Männer in edlen Anwesen. Ich habe den Scheiß durchschaut und wollte da nicht mitmachen. Und auch stehen sie vor mir, bewaffnet. Jagen das Regime. So wie ich. Unterschied, sie kommen zu spät zur Party. Hätten Sie mal Ihren Arsch bewegt, dann hätten wir den Krieg vielleicht gewonnen. Nur nichts verschütten, Horton, der frisst sich direkt durchs Holz. Davon wirst du blau, Terror Billy, du aufrechter Handlanger der Eliten. Hören Sie mal, für diesen Scheiß habe ich keine Zeit. Sie müssen sich entscheiden, aufgeben und krepieren oder kämpfen. Ich will nicht mit dir streiten, Terror Billy. Ich habe das Kämpfen satt. Was, satt? Wissen Sie was? Ich kriege bald Kinder! Und niemals werde ich sie in eine Welt voller Regimearschlöcher großziehen. Also was seid ihr? Hinterwäldlerische, degenerierte, besoffene Bolschewisten-Feiglinge? Verdammte Verräter? Mann, oh Mann, das ist das erste Mal, dass jemand nach mehr als einem Old Horton Special noch bei Sinnen war. Ich mag dich, Billy. Du hast Mumm. Na gut, lass uns eine Revolution starten. Zeig's uns! An dem Hündchen arbeitet Paris schon über einen Monat. Meine Fresse, wie haben Sie den getrimmt? Auge auf, ein paar Kabel gezogen, fertig. Paris lernt schnell, ist clever und hat den durch. Also, wie ist der Plan? Du reitest ihn, Cowboy. Ja, Mann. Du reitest da raus, ziehst das Feuer dieser Pisser auf dich und wir schlagen uns mit allen Überlebenden zum Hafen durch. Geht klar. Alles steht und fällt mit deinem Boot. Es wird dort sein. Wow! Ruhig, ganz ruhig! Na, also entschuldigen Sie bitte Ihr Temperament. Horton, komm besser wieder hoch. Es wimmelt vor Regimesoldaten. Test, Test. Alles bereit, Terror Billy? Viel Spaß! Viel Spaß, sagt er. Dann zeig mal, was du drauf hast.
Okay. Ja, wir können es sogar abstellen. Das ist vielleicht auch keine gute Idee. Viel zu groß geworden. Ja, da kommen wir nicht rein. Alles klar.